Hallo, liebe Deutschlernende. Heute reden wir über die Redewendung mit dem Rücken zur Wand stehen. Ja, dies ist mein Rücken, das ist der Rücken, das ist die Wand. Ja, und so stehe ich mit dem Rücken zur Wand. Ja, mit dem Rücken zur Wand. Was bedeutet das? Vielleicht kannst du es dir schon denken. Ja, vielleicht kannst du dir schon denken, was es bedeutet. Vielleicht kannst du schon erraten, was es bedeutet. Ja, ich stehe mit dem Rücken zur Wand. Das bedeutet, ich bin in Gefahr und es gibt kaum einen Ausweg. Ja, ich kann nicht fliehen. Ja, ich kann nicht wegrennen. Ja, ich bin mit dem Rücken zur Wand, ja, und jetzt ist vielleicht hier die Gefahr, ja, um mich herum, ja, ich bin mit dem Rücken zur Wand und ich kann nicht fliehen, ja, hier ist die Wand, ich kann nicht weiter nach hinten gehen, ja, ich kann nicht weiter nach hinten gehen und wegkommen von der Gefahr, ja, das heißt, wenn ich mit dem Rücken zur Wand stehe, dann bin ich in Bedrängnis. Ja, ich bin in Bedrängnis. Ja. Das bedeutet, dass ich keinen Ausweg habe. Ja. Ich bin in großer Gefahr mit dem Rücken zur Wand. Ja. Ich kann nichts tun. Ja. Das bedeutet die Redewendung mit dem Rücken zur Wand. Und es gibt übrigens ein sehr gutes Buch, das diesen Titel hat, mit dem Rücken zur Wand, von Klaus Cordern. Ja, Klaus Cordern schreibt historische Romane. Einer seiner Romane ist mit dem Rücken zur Wand und darin geht es um Nazi-Deutschland und beziehungsweise vor der Machtergreifung Hitlers. Ja, und dort standen die Leute wirklich mit dem Rücken zur Wand. Ja, all die Leute, die gegen die Nazis waren, die standen mit dem Rücken zur Wand. Und es ist ein sehr gutes Buch, ein sehr guter Roman, falls du das dir mal anschauen möchtest. Okay, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, du hast etwas gelernt und wir sehen uns morgen. Tschüss!